So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Folge 135, hatte ich das schon, von Gold. Ja, nachdem wir in der vorherigen Folge ein paar Mal gescheitert sind, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Ich habe jetzt auch bei den anderen Pokémon gar nicht auf die Levels geachtet, aber sind die echt schon so stark? Ja, es macht halt auch die Masse, ne? Ich meine, zwei Trainer sind halt schon 6 Feuer-Pokémon gegen ein einziges Flug-Pokémon, ne? Von daher würde ich jetzt gerne doch mehr auf andere Pokémon auch gehen. Wir neigen uns ja langsam auch mal dem Ende. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, tatsächlich mal unsere anderen Pokémon zu trainieren. Oder aber wir sagen, scheiß drauf, wir fangen jetzt tatsächlich schon an, die ersten legendären Pokémon zu sammeln. 2 können wir ja schon. Nein, ich will... Ach man. Das heißt, wir nehmen tatsächlich mal... Pokémon. Taubfliegen, fliegen. Wir können uns jetzt so unter... Also rechts von uns, beziehungsweise... Also zwischen mir und dem Vogel ist jetzt wieder keine Insel, damit zum schwarzen Kreis. Das sind... Kann auch wieder heißen, Zwillingsinsel oder irgend so ein Scheiß. Da ist Arktos. Die Sache ist, wir müssen jetzt dahin gehen, wo der Vogel jetzt ist, weil von meiner Seite das sind 2 Inseln. Und ja, ich habe damals, das weiß ich noch, wie es jetzt heute wäre, ewig gebraucht, um zu realisieren, dass man auf die andere Insel, also dass man auf, wie gesagt, diese 2 Inseln, und man kommt auf jeden auf jeweils eine der Inseln immer nur von einer anderen Quelle. Das heißt, auf eine Insel kommt man von da, wo wir jetzt gerade sind. Das ist aber nicht die Insel, wo Arktos ist. Sondern um auf die Insel zu kommen, wo Arktos ist, müssen wir von der anderen Position, da wo jetzt unser Vogel ist, quasi fliegen. Deswegen fliegen wir jetzt einfach mal dahin, wo der Vogel ist. Und von hier aus können wir jetzt zu den Zwillingsinseln, also auf die von den beiden Inseln gehen. Also Trainer? Wo halt Arktos ist. Jetzt merke ich gerade, wir bräuchten dafür aber erstmal gute Pokebälle. Haben wir gar keine. Schwimmer möchte kämpfen. Warum ist ein Schwimmer am Land? Goldini. Der will 30. Komm, leck mich. So, dann gehen wir tatsächlich doch erstmal, Topsy fliegen. Nein, das war falsch. Pokémon fliegen. So, gibt's hier einen Markt? Ach, der Markt ist da ja. Nein. Der Markt war hier, ist da hier. Ach Gott, Alter, ist so bescheuert. So, dann gehen wir jetzt hier zum Markt, ist näher dran. So. Zum Glück können wir zwischen den Welten einfach hin und her fliegen. Hallo, kannst du hier hilflich sein? Ja, kaufen. Hyperball, Superball. Reicht der Überball aus? Ich carry gerade mit dem Pokéball nicht auf, ne? Aber wenn er teurer ist, müsste er auch besser sein. Dann kaufen wir davon einfach mal, ich sag mal, 20 Stück. Ich weiß, man braucht für die Pokémon relativ viele Versuche, aber ich weiß nicht mal, wie viele Versuche. Ich nehme mal 20. So. Nein, bitte rauf. Ich will. So, jetzt. Wir müssen das dann wieder raus hier. Pokémon. Taubsi. Fliegen. So, jetzt gehen wir nach unten. Ausgetrickte Bitches. Pokémon. Chigi, Surfer. Jetzt weiß ich nur nicht, wo ich hier genau lang muss. Auf jeden Fall ist die Insel links von uns. Wir halten uns also auch mal... Ach, links. Wir halten uns also auch mal links. Okay.
Okay, geht's direkt rein. Ich sollte mal speichern, by the way. Vor allem, es gibt halt nur Tentocha. Ach, leck mich doch. Ah, komm. Darf ich mich mit Level 30 Pokémon abgeben, Alter? Wow. 2500 EP insgesamt oder sowas. Ist ja ein Witz, ey. So, wo kommt jetzt die Insel? Ist das bereits die Insel? Könnte die Insel sein. Ja, genau, hier siehst du die Insel rechts von uns. In die kommt man, wenn man von links kommt. Und in die linke Insel kommt man, wenn man von rechts kommt. Bin ich grad, oder? Ja, doch, müsste so sein. Und in der müsste jetzt Arktos sein. Die ganzen wilden Pokémon. Ja, aber innerhalb der Höhle kenne ich mich gerade echt nicht aus. Wir werden also erstmal hier ein bisschen suchen dürfen. Okay, da geht's. Och nee, nicht so nur Steinspiele. Ich glaube, hier war ich gerade. Kann das sein, dass ich gerade falsch gelaufen bin? Hier geht's auch wieder hoch? Nee. Komm ich jetzt von oben oder von unten? Okay, hier oben geht's. Hier ist mindestens ein Loch. Okay, dann fangen wir. Dann fallen wir hier einfach mal durch. Jetzt sind wir wo? Noch eine Leiter. Haben wir hier eine? Oh Gott, Alter. Doch, von hier kamen wir doch. Hallo? Was sind das mal für Ruckler hier doch mal? Ach nee, hier waren wir noch nicht. So, hier ist ein Stein. In welchen Stein? Dann sollte ich den Stein wahrscheinlich auch reinwerfen, denn mache ich das auch mal ganz kurz. Stärke war Shigi, ne? Nein, war Xiaofa. Dann war Glurak. Also Glutexo. Jetzt sind wir hier, also wieder Stärke. Müssen wir jetzt noch eins runter? Weil das ist eine Leiter. Ich würde die Leiter gerne erstmal ausprobieren. Hier sehe ich mal ganz kurz. So. Pokémon, Protexo, Stärke. Oh, jetzt, nein, ich würde gerne. Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Vorsicht, gefährliche Strömungen. Ja, habe ich gerade gemerkt. Oh nein, sind auch wieder Leitern. Felsen können die Strömung vielleicht umlenken. Oh wow, oh nein. Was ist das für eine scheiß Höhle hier? Okay, der Weg hier wiederum sagt mir was. Hier dieses im Kreis gehen. Vielleicht bin ich hier richtig. Was? Achso, ja. Ich muss ja erstmal manuell als Surfer auswählen. Nein, ich ver... Hä? Ich verstehe meinen Lebenssinn nicht mehr. Wie gehen wir mal hier hoch? Okay. Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Nee, warte.
Wo komme ich jetzt hier hin? Jetzt komme ich auch wieder hier. Okay, dann machen wir das doch mal mit dem Feld. Wir müssen mal gucken. Können wir mit dem Feld denn irgendwas machen? Warte jetzt. Pokémon. Weil wir schmeißen den Feld da runter. Und jetzt? Was können wir da mit dem Feld machen? Ich verstehe nicht genau, was das Spiel von mir möchte. Muss da noch irgendwie ein Stein hin? Kann das sein? Aber hier ist kein weiterer Stein mehr. Vor allem, wieso werden wir immer wieder hierhin getrieben? Vor allem den Stein, den wir da schon reingepackt haben, ist jetzt auch weg. Kannst du hier irgendwas komplett falsch machen? Da stand ja, mit Stein kann man die Strömung verändern. Aber da bräuchten wir mindestens zwei Steine für, damit das funktioniert, damit wir die Strömung da quasi aufhalten können, wisst ihr? Komm. War ich hier schon drinne? Ja, hier war ich schon drin, aber ich weiß nicht mehr. Genau, hier auf der Leiter. Ach, guck mal, unten sind noch mehr Steine. Okay, das heißt, ich muss hier irgendwas machen. Nein! Oh Mann, Alter! Loch bitte. Danke. Ich muss da irgendwo zu den Steinen kommen. Nein, hier bin ich nicht bei den Steinen. Das heißt, ich muss runter und nicht hoch. Hä? Hier geht es auch wieder hoch. Wie komme ich da zu den Steinen hin? Hier gibt es eine Leiter runter. Alter. Hier gibt es auch nichts. Oh, diese wilden Pokémon gehen halt einfach das. Weißt du, ist doch schon ohne Pokémon so kompliziert genug. Wie kommen wir da zu den anderen Steinen? Ich versuche mal hier lang zu schwimmen. Ja, ich werde automatisch getrieben. Ich will nach oben halt. Kann ich hier irgendwas machen, was Sinnvolles? Nee, ne? Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier bei dem Stein. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, Texo. Wieso kann ich hier nicht steuern? Ich würde da gerne nach oben. Alter, die Säule. Nee, wir müssen irgendwie unten zu den weiteren Steinen, aber. Kannst du mit einmal flüchten? Danke. Oh nee. Aber jetzt geht hier nach unten. Wir müssen aber weiter nach oben. Aber. Nein, man, du bist nach oben. Aber wie geht's denn weiter nach oben? Da unten ist die Leiter nach oben. Wie kommen wir an die Leiter? Alter, dieses Spiel macht mich so aggressiv schon wieder. So, wir müssen also Leitern suchen, die nach oben gehen. Die hier zum Beispiel. Und jetzt müssen wir noch eine Leiter suchen, die nach oben geht. Wir müssen einfach so weit wie möglich nach oben kommen. So, hier ist auch noch eine Leiter, die nach oben geht. Aber hier geht es nicht weiter nach unten. Da geht es nur noch weiter nach oben, aber das wäre dann wahrscheinlich wieder zu weit oben. Ich muss jetzt quasi
mal, da ist auch noch ein Loch. Achso, das ist das Loch, von wo wir starten. Okay. Gut, dann geh ich mal hier doch noch weiter nach oben. So. Okay, hier ist auch noch ein Weg lang. Ah, scheiße, Alter. Oh Mann, ey. Dieses Spiel, ne? Gut, wie lange spielen wir schon? Ich brauche ein Timeout. 58. Na gut, ein bisschen können wir noch probieren. Können wir hier im Wasserpass machen? Ach man. Ach man. Oh. Herr im Himmel bewahre mich. Ach man. Ach man. Alter. Ach, schau mal, hier kommen wir an Steine ran. Ah, okay. Müssen wir alle vier Steine durch alle zwei? Vor allem die Frage ist, durch welches wie viel? Gut, den Stein über uns bekommen wir auf jeden Fall nicht in das Loch, was rechts von uns ist. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich die linken beiden Steine noch ins linke Loch packen. Nur wie bekommen wir den oberen Stein nach unten geschoben? Also, das rechte Rätsel ist ganz einfach. Oh, Alter. Wenn die keine Pokémon wären. So, und zwar müssen wir erstmal einen von den beiden Steinen ein... Lass mich mal kurz überlegen. Ne, wir müssten einen Stein komplett nach oben verschieben, das geht ja gar nicht. Warte mal ganz kurz. Wir haben nach oben nur zwei Platz, das heißt einen Stein von den beiden können wir gar nicht verschieben. Also nach unten verschieben. Wir können nur einen von uns nach unten verschieben. Gut, wir speichern die auf jeden Fall mal. So, Pokémon, du trägst so Stärke. Genau, jetzt kriege ich den nicht in die andere Richtung, also ich kann den nur noch eins weiter nach oben verschieben. Boah, diese Pokémon gehen halt so hart auf den Sack. So, jetzt ist der da. Damit ich den aber weiter verschieben kann, brauche ich da hinten erstmal Platz. Das heißt, der hier muss erstmal weg. Okay, ja, den Stein kann ich auch nicht mehr verschieben. Das heißt, ich muss nur zwei Steine nach unten befördern. Und zwar zum einen den hier und jetzt noch den hier. Jeweils ein Stein durch ein Loch. Dann ist das so gedenkt. Das sollen die anderen beiden Steine quasi nur jeweils blockierend sein. So, durch welches Loch müssen wir jetzt gehen? Wir probieren mal das rechte aus. Wir haben ja gespeichert. Und jetzt? Was will ich denn jetzt? Ach, das war's bereits, da ist ein Pokémon! Holy shit! Holy shit, wir haben es geschafft! Zu verzweifeln. So, speichern. So, jetzt kommt das Pokémon. Arctos! Nicht dagegen kämpfen, einfach versuchen zu fangen. Also ich hab... Können wir dagegen kämpfen? Wir haben gespeichert, ne? Nein, nicht Gift. Ich meine.
Ich wollte eigentlich Kühlschrank benutzen. Oh. Na gut, dann machen wir jetzt Items. Mach dabei. Was? Nein, das war der Meisterball. Ach, Mann, Überball, nicht Meisterball. Ach, halt die Fresse. Scheiß Pikachu. Was? Kampf. Kühlschrank. Halt, warum landet der direkt ein Volltreffer? Ja. So, Item. Wo ist denn? Gott, ich habe so viele Items dabei. Verfehlt? Ah, Pikachu wird jetzt sterben, ist ja schon klar, ne? Pokémon verfehlt? Ja. Okay, komm, machen wir anders. Ich muss versuchen, Arktos einzuschläfern. Das geht ja mal gar nicht. Pokémon, schlaf, Bruder. Keine Wirkung? Ja, doch jetzt. So, Item. Überall. Ist aufgewacht? Was bist du für ein Scheißkerl? Wie kann es sich befreien, wenn es schläft? Ja! Holy shit, Alter. In der Luft und es beginnt zu schneien. Ja. Möchtest du einen alten Spitznamen geben? Ja, scheiß Pokémon. Weg damit. Alter. Wieder. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Pokémon. Shiggy Surfer. Ach, geht das immer gut an hier? Gibt's hier einen Ausgang? Nein. Okay, der Weg ist offensichtlich versperrt jetzt durch die beiden Steine. Das heißt, ich muss hier wieder über die Leitern raus. Die Frage ist nur, welche Leiter führt raus. Nee, die Leiter führt nicht raus. Von wo kamen wir denn überhaupt? Kamen wir von hier oben? Kamen wir durchs Wasser? Ach, ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, nein. Ja, nein, wir kamen nicht durchs Wasser. Nee, hier geht's aber auch nicht weiter. Okay, da geht's ja nur durchs Wasser. Pokémon. Was? Okay, oder auch nicht? Oh, Alter. Durch die Leiter haben wir es aber gerade versucht, ne? Nee. Kommen wir hier raus? Ja, sieht gut aus, Fragezeichen. Ja, ich glaube, ja, genau, hier. Ja, von hier kommen wir. Das kommt mir bekannt vor. Jawohl, ja. Welche beiden Leiter? Welche von den beiden Leitern? Ist das hier die richtige Leiter? Ach Gott, Alter, es ist also verwirrend. Wo ist denn der Ausgang? Da ist der Ausgang, jawohl! Alter, fliegen, direkt wegfliegen. Ja, ich könnte natürlich auch Fluchtseil benutzen, aber ganz ehrlich, die Flucht aus einer Höhle ist immer das Einfachste. Also, wenn ich es jetzt zu dem legendären Pokémon geschafft habe, der schafft es auch wieder zurück. Also, ne? So, Taubsi fliegen. Wir fliegen jetzt nach... Wir müssen, glaube ich, zur Misty, also hier zur Azura City. Weil von da kommt man zum Kraft... Zum Penis. Zum Kraftwerk. Doch, Kraftwerk. So richtig. So, halt mal hier speichern. Heil. So, dann heißt es nächste Folge. Zapdos. Fangen. Oh, bis dann.